Jo, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Hillbilly. Heute wieder ein nicht neues Messer, denn der Stefan hat es ja schon vorgestellt. Aber das schöne Modell, so eins ist jetzt auch bei mir aufgeschlagen, weil das ist ein richtig geiler Panzer. Ich dachte, den muss ich mir mal näher anschauen. Wir hatten ja letztens schon mal von Kissler Supreme zwei Modelle da. Unter anderem das Hero als ganz interessanter Folder. Und heute kommt mal die fesche Ute vorbei. Einem richtigen Tank Knife. Wenn man das in die Hand nimmt. Erstens hat es ganz gut Gewicht und hat richtig fette Platinen und G10 Griffschalen drauf. Wenn man so einen schönen Ranger Green könnte so hinkommen. Schön. Schöne Textur drauf, griffig, aber nicht, sag ich mal, aggressiv. Liner-Lock-Modell, das so frisch ist, dass es echt gerade mal mit einem Drittel vom Liner verriegelt. Ich denke, der wird sich noch ein bisschen einspielen im Laufe der Zeit und dann vielleicht mal über die Hälfte vom Liner gehen. Dann wäre das ganz okay. Ebenfalls, was im ersten Blick auffällt, Torx-Schraube an der Klingenachse. Gefällt mir schon mal gut, weil wenn man irgendwo an einem Messer mal schrauben muss, dann ist es an der Achse. Vielleicht ein bisschen lockerer machen, ein bisschen fester machen, je nachdem. Aber wenn da keine Torx sind, dann ist das immer so ein Rumgepfriemel mit diesen anderen Schrauben. Ebenfalls hier hinten alles Torx-Schrauben. Es ist zwar keiner dieser Deep Carry Clips, aber er ist sehr, sehr weit oben angebracht und wirklich aus der Hose gucken tut nur noch so ein kleines Stückchen. Da hinten geht es gleich weiter noch mit einem wirklich massiv ausgeführten Glasbrecher. Ordentliche Spitze. Und was mir hier echt gut gefällt, ohne dass es mehr so unbedingt breiter wird, anstatt einem Spacer hat man hier einfach diesen Hohlraum verwendet, um ein weiteres Werkzeug einzusetzen. Ne? Stefan hat es ja schon erwähnt, ne? Da ist einfach ein Kapselheber, Flascheöffner drin mit Schraubendreher. Nicht schlecht, weil sonst ist es dahinter ja immer so ein ewig ungenutzter Platz. Und wenn man das ein bisschen geschickt designt, ist da immerhin ein Platz für ein Werkzeug, ohne dass man so ein Messer irgendwie breiter, größer, höher oder sonst was machen muss. Ne? Wenn die Klinge vorne schön schmal zuläuft und sowieso hier drin verschwindet und in dem Bereich sowieso als Hohlraum ist, okay, kann jetzt natürlich nicht mehr von Lanyard Hole genutzt werden, weil da alles verbaut ist, aber ist mal auch zu verschmerzen. Ich bin eh nicht so der wahnsinnige Lanyard-Träger. Da ist mir doch so ein zusätzliches Tool mit einem Schraubendreher und einem Flaschenöffner und doch ganz nett. Mal nicht so oder so ein reines Rettungsmesser mit so einem Gurtschneider, wo man eh zu oft braucht. Ich denke eher zum Boxcutter interessant. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen beiden Werkzeugen, nehme ich doch lieber der Kapselheber mit Schraubendreher. Und richtig massiv ausgeführt, also kein hier so Spielzeugteil hinten drin. Ne? Damit kannst du auch mal eine festsitzende Schraube lösen. Auch nochmal schön auf zwei Washer. Coole Geschichte. Das Grün gefällt mir richtig gut, so ein richtig kräftig dunkles. Erinnert so ein bisschen ins Metallic Werwehrs British Racing Green. Von den alten Kawasakis oder Minis. Hat ein sauberer, echt butterweicher Klingengang auf diesem Keramikwascher. Ganz weich und rasch der Zauber, wenn auch knapp. Ein. Toll. Etwas Ähnlichkeit mit dem Hero, aber eine viel massivere Ausführung hier. In dem Fall ein großes, längliches Daumenloch in der Klinge und wirklich gut zu greifen und zu öffnen. Solche Dinger sind mir fast lieber wie Daumenpins, die dann immer abstehen. Und wenn man sie abschraubt, hat man dann nur ein kleines Loch in der Klinge. Da sind wir doch so à la Spider-Co-Löcher lieber. Wird echt gut in der Hand. Der Clip geht vorne nicht steil hoch, sondern wieder flach. Somit stört er nicht in der Hand. Ist ganz okay. Von der Grifflänge her, sage ich mal, ja. Handschuhgröße 9. 10 wird auch noch hinpassen. Dann wird es aber schon knapp, vielleicht noch eine 11. Aber dann ist Feierabend. Aber mir passt es
optimal. Schön hier noch auf den Platinen und auf dem Klingenrücken ein bisschen Chipping. Sehr schön. Cool. Zu beziehen gibt es das Ganze bei der Jenny in der Klingenwelt. Link kommt natürlich jetzt hier drunter. Da müsst ihr mal vorbeischauen. Die haben hier die Vertretung übernommen und die haben die Modellpalette Kissler Supreme im Programm. Eine interessante neue Marke aus Russland hier am Markt. Wirklich gute Verarbeitung war beim Hero schon. Das Einzige, was dort, sage ich mal, mich ein bisschen gestört hat, war, wenn die Klinge eingeklappt war, der Detent, sage ich mal, das Gegenstück vom Detent Ball so groß, dass die Klinge im eingeklappten Zustand Spiel hatte, gewackelt hat und man konnte sie so weit rausmachen, dass vorne die Klingenspitze ein bisschen rausgeguckt hat, was in dem Fall nicht der Fall ist. Ne? Also hier, die Klinge wird sauber drin gehalten und bewegt sich dann noch nicht mehr und man hat einen Widerstand, dass man keine Angst haben muss, dass die irgendwie von alleine in der Hosentasche rausklappt. Beziehungsweise er ist nicht so schwer, dass man es irgendwie nicht gut auföffnen könnte, sondern es geht wirklich einwandfrei raus. Schön, die Ute. Nettes Mädel aus Russland. Gefällt mir. Im Vergleich jetzt zu vielen anderen Foldern, die dann 80er 13 MOV oder 80er 14 MOV haben, haben wir hier bei den Modellen, die verarbeiten, gern AOS 8 bzw. D2 oder den 440C, was ja ein richtig guter Stahl ist, den ich eigentlich richtig gern habe. Der ist, wenn er richtig wärmebehandelt ist, ein echt feines Stück Stahl, rostet nicht, die Dinger brechen nicht ab. Man kriegt sie wieder scharf, aber sie halten die Schärfe auch relativ gut und lange. Von daher, moderne Hightech-Stähle, S30V und Co. sind zwar wunderbar, aber ein guter klassischer amerikanischer 440C auch nicht von schlechten Eltern. Das war mal ein Hochleistungsstahl. Amerikas erster Hochleistungsstahl, da gibt es ein Buch drüber. Klar, in 20 Jahren lachen wir über S30V und sagen wir, ey, was willst du mit dem Alu? Na und? 440C mag ich. Eine Firma, die sich hier auf wenig Stahlsorten dafür gut einschießt, finde ich gut. Das Tohubabu mit 1 Million Stahlsorten ist doch auch nichts. Dann lieber auf 2-3 einschießen und das dann richtig gut machen. So wie hier, ne, mit AOS 8, 440C und D2. Und dann haben sie wirklich die Modelle, als oft die gleichen Modelle, mit verschiedenen Stahlsorten und mit schwarzer Klinge und silberner Klinge. Also da kann man sich echt das Modell regelrecht zusammenstellen. Müsst ihr mal gucken auf der Kissler Webseite. Und beziehen könnt ihr die Dinger dann nachher bei der Klingenwelt. Saubere Geschichte. Kommt hier wieder in dieser Standardschachtel. Keine technischen Daten drauf. Dann messen wir doch einfach mal ein bisschen nach. Die Ute hat eine Klinge von, okay, wir messen nur noch an die längste Stelle, 9 cm. Eine schöne 9 cm Klinge. Bei einer Gesamtlänge bis über den Glasbrecher von 20,7 cm. Was spricht denn die Stärke hier so aus? Das ist besser mit der Schieblehre. Es ist kein ganz dünner Folder. Dafür hat man hier einen ordentlichen Griff. Ne? Der ist 14 mm stark. In Inch haben wir hier 0,55 Inch. Sehr schön. Wir haben eine Klingenstärke von 3,2. Entspricht 0,15 Inch. 3,2 mm Klinge für 440C. Da geht nichts schief. Schöner kleiner Panzer. Weil er macht wirklich einen echt robusten Eindruck. Ne? Wenn man das in die Hand nimmt, das lässt keine Zweifel offen, dass das ein echt massives Teil ist. So, wir haben ein Gewicht von 177 Gramm. Ja? Ist nun mal kein Leichtgewicht. Das merkst du, wenn du es in die Hand nimmst. 6,3 Unzen. 100
6,3, 178 Unzen. Das kommt hier schon in Nähe vom Swiss Champ mit 185, ne? Nicht mehr weit weg. 175. Naja, plus minus ein Gramm. Ist bei der Waage immer ein bisschen, aber man kann sich vorstellen, dass wir hier kein Leichtgewicht à la Denica 4 haben, sondern ein richtig ordentliches Gebrauchsmesser, ne? Und dafür sind die wahrscheinlich auch gedacht. Das sind keine Vitrinenstücke, weil, sind wir mal ehrlich, Schönheitspreise kriegen Designmesser. Das hier sind Arbeitsmesser, das sind Worker. Damit kannst du den ganzen Tag Kartonagen kleinhauen. Das macht so ein Messer nichts aus. Hat einen Hohlschliff, dürfte sich auch als Schneider ganz gut bewähren. Wenn wir mal bei Gelegenheit in der Küche ein bisschen was mit schnibbeln, ne Stefan? Klinge sitzt super mittig. Da wackelt auch nichts in irgendwelche Richtung. Also, ne? Nicht schlecht, der kleine russische Panzer hier. Mit Zusatzwerkzeug. Da ist ebenfalls kein Spiel. Nicht verriegelt. Braucht es ja nicht. Aber eine echt stramme Feder drunter verbaut. Cool. Interessant. Während das nicht die Klinge ist, ja eigentlich schön beidhändig zu bedienbar, ne, für Links- wie Rechtshänder. Gibt es auch eine Aussparung für den Kapselheber. Interessant wäre jetzt noch gewesen, wir haben auf der Seite eine Nagelrille. Konsequenterweise hätten sie auf die andere Seite auch noch eine Nagelrille machen sollen, weil wenn sie schon eine Aussparung haben, hätte man auch eine Nagelrille anbringen können. Für die Linkshänder dann, ne, die könnten dann hier besser greifen. So wie mir mit dem Daumen dann als Rechtshänder. Ne? Weil die Aussparung dafür ist da. Vielleicht kleiner Tipp für die nächste Version. Macht eine Nagelrille auf beiden Seiten. Und dann vielleicht auch noch, ich meine, das ist kein Designmesser, wo man nicht noch zusätzlich drei Bohrungen anbringen könnte. Das Ganze noch umsetzbar für die von der Seite auf die andere Seite, damit es auch die Leute, die es in der linken Hosentasche tragen, schön Tipp auftragen können. Das wäre noch was. Und noch die Nagelrille auf der anderen Seite. Ne? Weil die Aussparung in der Griffschale ist ja da. Das wäre noch so als kleines Schmankerl. Nagelrille auf beiden Seiten und auf der anderen Seite nochmal Bohrung anbringen. Nicht jedes Messer muss vierfach umsetzbar sein. Oftmals hat man hier oben halt Probleme mit der Klingenachse. Aber ich denke mal, ein Großteil der Messer-User tragt die Messer sowieso gern lieber Tipp ab. Aber hier wären noch drei zusätzliche Bohrungen mit schönen Gewinde in der Platine drunter, ist ja stark genug, schön gewesen. Das wäre noch das absolute Schmankerl für dieses Teil, um es absolut auch linkshandtauglich zu machen. Die Linkshänder werden immer gern ein bisschen unterschlagen, obwohl sie 10% der Bevölkerung ausmachen oder sowas. Ne? Das ist nur mal rein geschätzt. Da lohnt sich auch der Aufwand für so ein kleines Feature, wie nochmal eine weitere Nagelrille und drei Bohrungen, was natürlich, wenn man das konsequent durchzieht, bei seinen Messern auch honoriert wird von der Kundschaft. Ne? Wenn ich jetzt Linkshänder wäre und würde von drei Marken, wenn ich jetzt kein Markenfetischist bin und sage, boah, ich kaufe nur, sondern ich sehe halt von drei Marken so ein Arbeitsmesser, das mir gefällt, wo ich sage, boah, cool, das kann ich im Job und in der Freizeit gut verwenden, und ich sehe dann einen Hersteller, der konsequent die Messer auch für Linkshandausführung macht, weil hier habe ich es ja optimal, ne? Mit dem Daumenloch, das kannst du prima beidseitig bedienen. Und ich habe da eine Marke, die konsequent mir auch Bohrungen für die andere Seite anbietet. Und wenn so ein Feature ist mit Bling, mit sogar Rille auf beiden Seiten, dann würde ich als Linkshänder natürlich zum Komfort greifen und sagen, komm, das ist abgestimmt für mich, da schraube ich den Clip rum und dann bin ich als Linkshänder auch zufrieden. Das muss man nur konsequent immer durchziehen. Und da gewinnt man sich unter Umständen ein paar Prozent den Marktanteil. Die Linkshandfraktion weiß sowas zu honorieren. Die Ute, die russische Ute, schönes Modell, gefällt mir. Richtig schön schwer in der Hand.
Passt alles, klappert nichts. 3,2 mm 440C, das ist ein ordentlicher Stahl. Schön geschwärzt, ne? Ein bisschen taktisch. Ranger Green, schönes G10. 440C ist immer eine geile Kombination. Der Liner dürfte noch einen Millimeter weiter rein. Und auf jeden Fall noch Bohrungen auf der anderen Seite. Dann hat diese Messermarke echt Potenzial und die Preise sind halt auch noch fair, ne? Die verlangen noch keine Mondpreise im hohen dreistelligen Bereich, wie man das von manchen Serienfoldern aus Asien inzwischen sogar sieht, ne? Also, wenn wir China-Folder in die 200-Euro-Klasse vorsteigen, dann muss man sich stellenweise überlegen, nicht auch mal am Horizont nach anderen Marken Ausschau zu halten, ne? Und da finde ich, sind hier diese echt robusten Kissler Supreme Teile auf jeden Fall mal wert, den Blick zu riskieren. Und den Blick riskiert er dann nachher bei der Klingenwelt. Link natürlich drunter. Und ich werde jetzt erstmal ein bisschen was kochen gehen, ne? Denn ich habe Kohldampf und da werden wir doch gleich mal die Ute mit in die Küche nehmen. Ne? Wer hat nicht eine gerne fesche Russin beim Kochen dabei, ne? Die Mädels verstehen aber was vom Kochen, ne? Da gehst du auf jeden Fall nicht hungrig nach Hause. Also Leute, danke fürs Reinschauen. Stefan, dir danke. Du bist echt guter Kumpel. Also, bleibt gesund. Schaut wieder mal rein, wenn es beim Hillbilly wieder was Neues gibt. Es gibt bald wieder was Neues. Mal wieder so ein bisschen was aus dem Bereich Campingzubehör. Da habe ich mir wieder was bestellt, ja. Und seid gespannt. In den nächsten Folgen geht es wieder mal um was anderes wie nur Taschenmesser, obwohl das ne, mein Lieblingsthema ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ciao, bis zum nächsten Mal.